Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen heute mal eine Tierlist von Harry Potter Charakteren. Ich habe die auch unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr Bock drauf habt. Auf YouTube hat man ja hier und da schon ein paar Tierlists gesehen, auch von unterschiedlichen Franchises und unterschiedlichen Dingen, die man da bewerten kann. Und das wollte ich auch immer machen und habe mir einfach mal so gedacht, ey, was macht vielleicht am meisten Sinn für dich, ne? Und es werden auch noch weitere Tierlists auf meinem Kanal folgen. Wir fangen heute mit Harry Potter Charakteren an. So, hier haben wir die im Prinzip sozusagen, wir gehen jetzt nach den Filmen, ne? Also man erkennt es hier, Emma Watson als Hermine Granger zum Beispiel und auch noch ganz viele andere Charaktere bzw. Schauspieler, die man schon gesehen hat, also abgesehen von den Harry Potter Filmen, ne? Alan Rickman hier zum Beispiel oder Gary Oldman, den habe ich gar nicht wiedererkannt, den kannte ich noch aus anderen Filmen, ne? Zum Beispiel bei Batman oder so hat er ja Commissioner Gordon gespielt. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Hier oben kann ich sozusagen den Besten und da unten den oder die Beste und unten halt den oder die Schlechteste, ne? Sozusagen, ich liebe ihn, sie, ne? Ein wirklich guter Charakter ist okay, oder ich mag ihn nicht, oder ich hasse ihn, oder sie, ne? So, jetzt schauen wir mal, wen wir da so haben. Wer bietet sich an? Ich denke mal, wir würden als erstes mit Harry Potter selber anfangen, oder? Also bei Harry Potter selber muss ich sagen, ganz oben steht er nicht, aber ich finde ihn okay. Also, nein, ich finde ihn mehr als okay, wie man hier gerade sieht. Ich finde ihn gut. Ich hatte nie so ein großes Problem mit ihm. Ich habe ihn nie so mega gefeiert, aber ich fand ihn auch nie irgendwie scheiße oder so. Ich konnte mich mit ihm schon relativ gut identifizieren als Hauptfigur, ne? Aber wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht wirklich. Ich habe das erste Buch als bei Audible als Hörbuch gehört, beziehungsweise habe mir den ersten Teil auch zweimal oder so zur Hälfte oder zum Dreiviertel irgendwie durchgelesen und dann hat es mich immer irgendwie wieder verloren. Und den dritten Teil habe ich irgendwie mal zum Viertel gelesen oder zum Drittel oder so. Und deshalb würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter. Hermine, das ist jetzt schwierig, weil ich Emma Watson wahrscheinlich hier sehen würde. Aber Hermine als Charakter, die war ja, glaube ich, auch im Buch immer ein bisschen schwieriger beschrieben, ne? Und im Film wird ja auch ziemlich zum Anfang so gesagt, ja, sie hat nicht wirklich die Freunde und so. Und Emma Watson sah, glaube ich, auch zu gut aus, ne? Als dass sie hätte Hermine spielen können, sollen, irgendwie sowas, ne? Das hat, glaube ich, Colt Mirror in ihrem Harry-Podcast mal erzählt. Ansonsten hätte ich gesagt, hier, ne? Aber ich werde erstmal wohl, es ist schwierig, ne? Also wie gesagt, man muss da wirklich unterscheiden zwischen Emma Watson und Hermine Granger, ne? Ich lasse sie erstmal da stehen, wir können hinterher auch immer noch ändern. Ich werde sowieso nicht allen Leuten gerecht werden, denke ich mal, weil viele das wahrscheinlich komplett anders sehen werden. Aber wir machen weiter. Und zwar mit meiner absoluten Hate-Charakterin. Ich glaube, die finde ich so am schlimmsten. Schlimme ging's nicht. Die ist mir damals schon so, die Schauspielerin hat es halt auch gut gemacht, ne? Aber die ist mir damals schon so mega auf den Kranz gegangen. Also das war richtig, richtig schlimm, fand ich. Und deshalb ist sie zu Recht da ganz unten, ne? So, dann können wir vielleicht weitermachen direkt mit Voldemort oder wie auch immer. Ihn fand ich immer so okay. Ich fand ihn jetzt als Gegenspieler gar nicht so mega krass. Er war mir immer irgendwie schon fast ein bisschen zu glatt als Gegenspieler. Man mochte ihn irgendwie auf so eine komische Art und Weise, aber irgendwie halt auch nicht, weil er halt schon irgendwie ein Arsch ist. Aber er ist halt nicht so wirklich ein Arsch. Also, wie soll ich das denn jetzt am besten beschreiben? Der Schauspieler ist halt auch ziemlich gut, ne? War das Ralph Fiennes oder so? Den kennt man, glaube ich, auch aus Kingsman The Beginning oder sowas. Den hat man auch schon öfter, oder James Bond oder so hat er, glaube ich, auch mitgemacht. Ich lasse ihn erstmal auf okay.
weil es durchaus Charaktere gibt, die auch böse sind, aber die ich ein bisschen weiter höher sehe. Ne? So, wen machen wir denn als nächstes? Machen wir mal hier, na? Gibt's doch nicht. Hedwig. Ich wollte immer Hagrid sagen. Ich hatte gerade voll den Hänger. Brainlag. Hedwig. Boah, Hedwig könnte man da oben... Na gut. Also ich weiß nicht, ich mag Hedwig irgendwie. Also ich finde die... Dafür, dass es nur so ein Nebencharakter ist oder so, finde ich Hedwig eigentlich ganz cool. Also ich würde Hedwig schon nach ganz oben setzen oder hier so lassen. Aber komm, wir müssen auch mal irgendeinen nach ganz oben packen, bevor ich nachher gar keinen da ganz oben hinpacke. Packe ich da mal Hedwig hin, weil Hedwig war schon irgendwie cool. So. Wenn du jetzt alle Tiere nehmen könntest, die du wolltest, um sie mitzunehmen nach Hogwarts, dann würde ich, glaube ich, nicht als erstes an eine Eule denken. Aber als Harry Potter denn mit einer Eule ankam, habe ich mir so gedacht, doch, eigentlich ist eine Eule ganz geil. Vor allen Dingen noch so eine Schneeeule. Macht schon Bock. Das ist schon ganz geil. Also jeder andere, ich weiß nicht, ich hätte so vielleicht an einen Hund gedacht oder... Was weiß ich, Katze macht ja auch Sinn, Hermine hat ja eine Katze. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall keine Kröte oder so, oder Ratte oder so. Aber gut, das ist ja von jedem zu jedem unterschiedlich, ne? Ich hatte damals zum Beispiel auch jemanden in meiner Klasse, der hatte so kleine Mäuse und hat die mitgebracht. Das war auch interessant. Joa, wen nehmen wir denn als nächstes? Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen als nächstes Snape. Obwohl wir da wieder bei einem Charakter sind. Snape habe ich nie ganz durchschaut, aber ich glaube, da muss man für auch, also dafür muss man auch die Bücher, glaube ich, ein bisschen mehr kennen, ne? Weil dieser Twist, der da zum Schluss rauskommt, ich denke mal, wir können hier spoilern, oder? Ich spoilere jetzt hier, also wer Harry Potter noch nicht geguckt hat oder gelesen hat, ne? Schwierig. Jetzt wird hier ein bisschen rumgespoilert, sofern ich das noch im Kopf habe, ne? Wie gesagt, jetzt ist Weihnachtszeit, ich schaue jetzt gerade erst wieder die Harry Potter Filme. Ich bin noch beim zweiten Teil aktuell. Wir machen ja auch Watch Party dazu. Und ja, Snape. Bei Snape ist das schon ganz geil gemacht, dass der eigentlich die ganze Zeit wirklich auf Seiten der Guten ist und eigentlich auch so ein Charakter ist, der einem schon fast, also der einem auch irgendwie ein bisschen leid tut und so, ne? Ich finde, die Filme können das auch nicht so richtig rausarbeiten. Das ist da wirklich so ein bisschen... Ich muss mal kurz mein Handy ein bisschen leise machen. Das, ja, während der Aufnahme melden die sich dann auf einmal alle wieder. Ja, nochmal. Snape ist wirklich so ein Charakter, auch wirklich richtig top gespielt von Alan Rickman. Und der war auf jeden Fall schon im ersten Teil sehr präsent. Ne? Da wird er ja auch so ein bisschen so hingestellt, so von wegen... Ist er vielleicht Voldemort und so. Und der ist als Charakter einfach so vielschichtig, finde ich. Also da, das macht schon Bock, ne? Und wie gesagt, ich muss da echt nochmal die Bücher, mich da echt nochmal durchringen, die Bücher zu lesen, damit ich das vielleicht auch mehr mit diesem Twist so ein bisschen raffe. Aber gut, machen wir mal direkt weiter mit... Boah, ja, Ginny können wir relativ zügig abarbeiten, weil die ist mir relativ egal gewesen. Die fand ich am Anfang noch ganz niedlich, denn ist sie ja nachher mit Harry zusammengekommen. Fand ich okay. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe mir damals immer so gedacht, okay, entweder ich komme jetzt mit Emma Watson zusammen. Kleiner Spaß am Rande. Nein, Emma Watson, also beziehungsweise Hermine und Harry hätte ich als immer so als Paar so ein bisschen gesehen. Da gab es ja auch immer so die Gerüchte, ja, die kommen zum Schluss zusammen und so. Dann haben sie ja noch mal so diese Kurve, diese kleine Abzweigung genommen, dass auf einmal Ron mit ihr zusammen war. Im Nachhinein muss ich sagen, wie es denn gefallen ist, dass die beiden jetzt hier zusammen sind und sie dann mit Ron, finde ich auch okay. Also hat mich jetzt auch nicht gestört, ne? Wir hatten ja hier noch von Harry sie hier. Und sie, muss ich sagen, würde ich, glaube ich, auch hier mit einreihen direkt. Wie hieß sie denn nochmal? Hieß sie Chung oder so? Genau, habe ich das jetzt alles nicht mehr auf dem Schirm. Das ist leider auch immer so eine Schwierigkeit von diesen Charakteren. Die, guck mal, bei Ginny haben sie es richtig gemacht. Die war ja im ersten Teil schon so Side-Character. Und obwohl sie noch gar nicht mitgefahren ist zur Schule. Aber sie ist ja erst im vierten Teil, glaube ich, aufgetaucht. Und hier, er ist nur im zweiten dabei. Und sie ist, glaube ich, auch
irgendwie im vierten, fünften Teil oder so. Fünften Teil taucht sie nachher auf, ne? Oder ein bisschen später ist sie halt am Start. Oder Luna Lovegood, auch relativ spät erst am Start. Ist klar, warum, ne? Weil sie die Figuren danach erst ausgearbeitet haben und so. Aber dadurch hatte man mit anderen Charakteren, ihn kennt man, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, ne? Und ja, ihn ja sowieso und ihn hier, so die haben ein bisschen mehr Zeit gehabt, um sich zu entwickeln, ne? Er ist auch nur im vierten, glaube ich, dabei, ne? Weil er da halt relevant wird als Figur. Und dadurch konnten die sich gar nicht so richtig entwickeln, ne? Sie ist denn ja mit Cedric Diggory war das, ne? Zusammen. Und ja, danach ist sie irgendwie mit Harry zusammen und dann hat sich das doch wieder erledigt. Ist ein bisschen tricky alles, aber man hat ja auch genug Teile im Endeffekt, um das alles zu erzählen. Und in den Büchern ist das mit Sicherheit nochmal ein bisschen besser ausgearbeitet, ne? So, kommen wir mal zu Dumbledore. Dumbledore sehe ich, glaube ich, auch hier. Weil bei Dumbledore ist das immer so eine Sache. Ich würde ihn schon fast, eigentlich kann man ihn auch schon fast sagen, hier, I don't like him oder I hate him. Weil er einfach die ganze Zeit mit Harry so eine komischen Dinger abzieht. Wenn du nur die Filme, ich berufe mich, ich sag nochmal, ich bin kein Profi, was diese ganze Geschichte von Harry Potter angeht und ich kenne nur die Filme. Und er ist immer so ein laufendes Fragezeichen quasi. Ne? Also, das haben sie bei den Tierwesen noch ein bisschen anders gemacht. Okay, kann man jetzt sagen, ist vielleicht ein anderes Universum. Aber er wirkt da auch so ein bisschen anders, finde ich. Und hier bei Harry Potter ist er immer so, dass er Harry so, ja, mach mal. So, ne? So ein bisschen auch die Nummer, die Hagrid spielt. Warte mal, wo haben wir, da ist er. Im ersten Teil, wo er ihn dann zum Bahnhof bringt und dann, so, ich muss jetzt los, tschüss. Und Harry so, ja, ich muss zu Gleis 9 3/4, wo ist denn das? Ja, tschüss. Aber Hagrid ist trotzdem, ich glaube, das war so der erste Charakter, den ich am meisten gefeiert habe. Ich finde den mega cool. Irgendwie feiere ich den Typen. Und deshalb ist ich würde ihn hier so, den mag ich, glaube ich, am meisten, ne? Und der Schauspieler, ich habe jetzt gerade den Namen nicht mehr so auf dem Schirm. Der hat ja bei Oceans auch mitgespielt. Weiß gar nicht mehr, bei welchem Oceans. Bei Oceans 12 oder Oceans 11? Oceans 12, glaube ich, ne? Auf jeden Fall war das ein sehr cooler Schauspieler. Der ist ja leider vor kurzem auch verstorben, ne? Alan Rickman ist ja auch schon länger tot. Also das ist wirklich sehr, sehr traurig, finde ich. Also, aber das gehört leider mit der Zeit dann irgendwie auch dazu, ne? Aber man ist halt so mit denen aufgewachsen. Das ist echt immer sehr, sehr schade. Hier der Schauspieler auch von Vernon. Und der ist auch, also, da muss man halt wieder unterscheiden, ne? Zwischen dem Schauspieler. Der Schauspieler hat die Rolle einfach so richtig, richtig krass gemeistert, sag ich mal. Also der war einfach Hammer. Dagegen, wenn ich jetzt an Petunia denke, die Schauspieler haben das alle sehr gut gemacht, aber Petunia war mir so von der Rolle her noch ein bisschen mehr so, also man hat sie eigentlich beide gehasst, ne, also, wie gesagt, aber sie ist einfach nicht zu toppen, sie ist so krass, die habe ich am meisten gehasst von allen, ne, und deshalb würde ich das jetzt einfach mal so einreihen, weil irgendwie war er wenigstens hin und wieder noch sehr lustig, wie er da im zweiten Teil aus dem Fenster fällt oder so, das ist schon, ne, und Petunia war einfach nur irgendwie zum Hassen, also nicht zum Hassen, sondern zum Nichtmögen und sie war halt richtig zum Hassen. So, er war wieder ganz, ganz witzig, eigentlich auch, früher mochte ich ihn, glaube ich, auch nicht, aber mit der Zeit, so, der ist einfach so skurril, der Typ, aber so richtig gut finde ich ihn auch nicht, er ist auch eher so okay, ne, die nehmen sich hier beide nicht so viel, muss ich sagen. So, sie war wieder ein bisschen interessanter, muss ich sagen. Helena Bonham Carter heißt sie, glaube ich, als Schauspielerin. Ne? Die kennt man auch aus verschiedenen Filmen. Die hat immer so diese extravaganten Figuren, die sie spielt. Auch eine super Schauspielerin und die hat die Rolle auch nochmal aufgewertet, würde ich mal behaupten. Und die killt dann ja auch ihren... Ist nicht ihr Bruder, oder? Sirius Black ist ihr... Ist es doch ihr Bruder? Ihr Onkel? Macht das Sinn? Tut mir leid, ich komme da mal dieser ganzen Story, also wie die alle miteinander
Die haben auf jeden Fall sind die miteinander verwandt. Ich krieg's aber nicht mehr auf den Schirm, inwiefern die da miteinander connected haben. Naja, wie gesagt, wir schauen ja die Filme in der Watchparty, dann kriege ich es da wieder hin. Und Gary Oldman spielt die Rolle halt auch top. Also die sehe ich so auf einem Level, ne? Natürlich, ey, mega traurig gewesen, wo sie ihn dann weggemacht hat. Aber dafür hat sie ja nachher auf den Deckel gekriegt von... Also wie gesagt, wir spoilern hier. Von ihr, glaube ich sogar, ne? Von der Mutti von Ron. Aber ich sehe sie halt auch nur so auf dem Okay-Stand, ne? Und ihren Mann halt auch. So, die würde ich auf dieser okayen Phase auch super gespielt, so. Aber auch irgendwie nicht weiter relevant für mich, ne? So, wen haben wir hier noch, wen wir nehmen? Luna Lovegood. Auch nur okay. So. Irgendwie war sie ganz nett, aber irgendwie auch. Irgendwie nur okay. Also jetzt kommen halt auch viele Charaktere, zu denen ich nicht so viel sagen kann oder möchte. Sie war immer sehr skurril, aber irgendwie auch nur okay. Er genauso, er halt auch nur im vierten Teil dabei, auch nur in einem okayen Bereich. Er hier war nervig, aber auch nicht so, dass man ihn hassen würde, er war einfach nervig. Na, dass er da immer wieder ankam, so. Okay, ihn habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm jetzt. Den werden wir erstmal. Wer war er denn noch? Doch! Ah ja, er war lustig. Er war lustig, aber er ist auch nur okay. Er war doch der Love Interest von ihr kurzzeitig, ne? Also, naja, kein richtiger Love Character von ihr, sondern mehr so der Typ, den sie sich halt. Ja, ich nehme ihn halt mal kurz mit so und er wollte sie andauernd knutschen und so und sie hat sich dann immer diese. Das war doch, glaube ich, auch im. Nee, das war nicht im vierten, das war im fünften, ne? Da war doch auch der Lehrer hier. Wie hieß er denn nochmal? Da, er hier. Ihn fand ich ein bisschen. Auch ein guter Schauspieler, aber ihn fand ich ein bisschen. Ihn fand ich ein bisschen doof. Ihn fand ich ein bisschen. Seine Rolle fand ich ein bisschen doof, weil einerseits war er ja so. Er war ja nicht auch der Hauslehrer von Slytherin irgendwie? Dafür war er wieder gut. Also, der war nicht so zu hassen. Nicht so zum Hassen, sag ich mal, wie ein Snape. Snape war da als Hauslehrer von Slytherin nochmal eine Ecke krasser, gemeiner schon fast. Er war immer noch relativ nett. Er hätte eigentlich der Hauslehrer von Hufflepuff oder so sein müssen, in meinen Augen. Aber er hat sich manchmal so komisch angestellt, so dumm angestellt. Jedenfalls wirkt es in den Filmen so, ne? Ich wiederhole es nochmal, es wirkt in den Filmen tatsächlich so. So, wer kommt noch dazu? Hier, Harry Potters Vater wirkt in dem Alter einfach wie ein Arsch. Ne? Du hast leider nicht viel Background da, nur dass er halt in diesen Cutscenes, also Cutscenes sei schon in diesen Scenes, die da in die Vergangenheit, diese Prequel-Dinger da so, und da wirkt er halt wie ein Arsch. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Er wirkt, wenn wir ihn als wirklichen Lehrer, er ist ja im vierten Teil, wird er ja sozusagen von diesem anderen hier Perfilsafttrank dargestellt. Ist er von ihm hier? Er ist auch ein Arsch, ne? Halt auch nicht viel Screentime in meinen Augen. Also im Verhältnis jetzt zu einem Harry Potter oder ne, zu den Hauptcharakteren. Und ihn würde ich deshalb hier oder hier so irgendwie hinsetzen. Weil eigentlich ist er cool, aber... Weiß ich nicht, er wird ja nachher auch irgendwann vom Besen geschossen und so. Er hat halt auch zu wenig. Also eigentlich ist er oft da, aber wie gesagt, den vierten musst du schon mal ausklammern, weil da ist er das ja. Und dann nachher ist er im fünften, im sechsten und siebten. Oder nee, wird er nicht im fünften schon vom. Boah, ich sehe da gar nicht mehr durch. Das verschwimmt alles so zu mir, also hinten raus für mich, ne? Die fand ich auch okay, so, das ist die Mutter von Malfoy. Auch zu wenig Screentime, um hier noch irgendwie groß was zu sagen. Dobby im zweiten Teil, nervig. Muss ich sagen, wird hinterher aber in den anderen Teilen nachher ein bisschen, also er taucht ja später nochmal auf, da wird er okay nachher, also fast schon gut, ne, er opfert sich doch, glaube ich, auch. Am Ende ist natürlich auch geil, wo er da den Vater von Malfoy beiseite schießt. Wo ist er da? Da macht er sich eigentlich wieder ganz gut. So, ne?
Und der Vater von Malfoy. Ey, es ist wirklich, wirklich schwer, das für mich einzuschätzen, weil die Schauspieler das so gut spielen. So einerseits würde ich wieder so sagen, ja, eigentlich hier. Andererseits mag man ihn ja nicht. Das ist halt auch tricky, aber er muss eigentlich hier sein, weil seine Frau schon auf okay ist, so, ne? Aber normalerweise vom Charakter her würde ich sagen, hier. Ne, aber von der Leistung her wieder da. Es ist so, es verschmelzt bei mir gerade alles irgendwie so ein bisschen. Es ist tricky. Es ist wirklich tricky. Weil eigentlich spielt sie es ja auch gut, aber sie ist so ein Charakter, den man so hassen kann. Aber gut, wenn wir auf Charakter gehen, komm, dann müssen wir hier unten. Wenn wir auf Charakter gehen, das ist echt schwierig, weil sie müsste dann ja auch nach unten gehen. Ich verrenne mich hier, glaube ich, gerade so ein bisschen in diese Nummer, wie das geschauspielert ist, weil Snape müsste denn ja eigentlich auch nicht unbedingt da oben stehen. Weil es ist tricky. Es ist schwierig für mich. Er ist dann relativ okay. Er zeigt ja Harry Quidditch sozusagen. Er ist auch irrelevant irgendwie. Er ist ein bisschen komisch. Nee, er muss hier stehen. Er ist irgendwie ein bisschen... Obwohl, nee, er steht hier. Er war auch ein Spinner. Der muss eher höher stehen, weil sie ist immer noch schlimmer als er. Und er war schon schlimm. Ja, die beiden sind mir halt egal. Die waren hin und wieder ein bisschen witzig, aber mit denen hier oben können sie halt nicht mithalten, ne? Er muss denn hier stehen, weil er schon ziemlich nervig war. Aber dann, wenn er ist ja in der Muggelwelt der Gegenpart sozusagen von Harry, dann muss er ja auch da stehen. Theoretisch, ne? Jetzt gucken die beiden sich hier nochmal an. Theoretisch muss er dann auch da stehen. Ups. So. Er ist mir egal. Sie war skurril, ist aber auch egal. Er ist egal. Er hat eine Phase, wo er ein bisschen komisch wird. Zusammen mit Ron allerdings. Ron wurde ja auch ein bisschen komisch. Warte mal, Ron haben wir doch auch noch nicht. Da ist Ron. Ron finde ich... Ja, ich weiß nicht. Es wäre vielleicht ein bisschen mies, wenn wir Ron jetzt einen tiefer setzen würden, oder? Aber zum Schluss, als Ron denn ja nachher mit Hermine zusammen ist und dieser andere Handlanger davon, den gibt's hier gar nicht, von Malfoy, macht doch Avada Kedavra oder so heißt er doch, macht er den Zauberspruch doch auf Hermine und würde sie somit killen, wenn der treffen würde. Und dann rastet Ron doch total aus und läuft den beiden dann hinterher. Das ist meine Freundin! Fand ich ganz witzig. Ne, also, ja, komm, so ein bisschen was ist, hat Ron auch. Er hier war strange. Er war mega komisch. Mega komisch. Aber wir lassen ihn einfach mal auch hier in der Reihe, würde ich sagen, weil gerade zum Schluss spielt er ja, ist er ja schon so ein Hasscharakter. Boah, er ist mir auch egal. Er ist mir egal. Er ist mir egal. Netter Lehrer, also auch. Ne, wie gesagt, das hat nichts mit den Schauspielern zu tun, wie sie das so spielen und so. Die spielen das alle top, finde ich. Gerade Harry Potter hat sehr viele gute Schauspieler und Schauspielerinnen. Die wurden immer richtig top gecastet, finde ich sehr, sehr cool. Aber die Charaktere irgendwie zu wenig, ich weiß zu wenig über die, als dass ich jetzt so sagen könnte, ne, auch hier können wir nur so weitermachen. Er ist so ein bisschen so, aber er ist auch schon fast so ein bisschen... Mehr so, aber er war Todesser oder sowas, ne? Irgendwie so eine Nummer. Sie? Packe ich, glaube ich. Sie ist ein bisschen strange, aber sie tut einem auch leid. Weil sie ja so krass in Ron verknallt ist. Und daher auch gut geschauspielert. Und sie tut einem halt nachher so schon ziemlich krass leid, ne? Weil Ron ihr ja quasi so ein bisschen auch das Herz bricht. Aber sie ist halt auch nicht viel besser, weil sie ja diesen Liebestrank oder sowas bei Ron einsetzt. Ja, die Mutter von Harry, auch relativ egal. Ich meine, aber ein cooler Move, dass sie halt diesen, ich sag, nenn ihn mal positiven Zauber, positiver Fluch auf Harry setzt, damit Voldemort sozusagen von ihm abprallt als Baby. Aber sie muss halt ein Stückchen höher hier, ne? Auch wo sie da in den Fight geht und Harry dann beiseite schubst und dann auf einmal gegen Snape antritt. Und Snape dann ja vermeintlich die Flucht antritt, was ja andere Gründe hat, ne? Aber da packt sie halt, das soll jetzt nicht gemein klingen, also das soll jetzt nicht falsch klingen, aber sie packt halt die Balls aus und zeigt Snape dann in diesem Moment, komm, wir machen jetzt hier
du legst dich mit Harry Potter an? Ey, komm, zeig mal, was du kannst. Wir machen jetzt hier mal ein dickes 1 gegen 1. Und sie dann auch zum Schluss halt, Feigling hat sie, glaube ich, noch hinterhergerufen, ne? War nicht schlecht, dass sie da in dieses Battle reingehen wollte. Und zum Schluss erweckt sie auch diese Steinskulpturen von Hogwarts da zum Leben. Natürlich, die anderen Lehrer mischen da mit, aber das waren halt so geile Moves. Er war auch cool hier mit seinem Zauberstab. Weiß ich nicht, er war auch ein bisschen skurril, ein bisschen unheimlich. Aber irgendwie doch ganz interessant, ne? Aber es ist auch, eigentlich bräuchte ich noch eine Zeile, glaube ich. Boah, sie war schwierig. Sie war schwierig. Auch so zwischen okay und nervig. Aber sie muss auch noch im okayen Bereich sein. Weil sie ja hier und da schon irgendwie auch ein bisschen mithilft, sag ich mal, ne? Boah, da kann ich nicht viel zu sagen. Zu der Schlange. Der wird ja zum Schluss da von Neville. Gibt's Neville? Soll das hier Neville sein? Alter, was ist das denn für ein Bild von Neville? Ja, jedenfalls hackt Neville ihr ja den Kopf ab, naja, zum Schluss. Aber ich habe Neville halt auch nur so, ja, auf der Mitte, ne? Die würde ich schon fast ein bisschen weiter runtersetzen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich lasse das einfach so. Also da kann ich nicht viel zu sagen. Er hier ist ein bisschen ein Arsch, finde ich. Also so ein, der schließt sich ja nachher ihr noch an und so. Und der ist vorher schon als Schulsprecher da so ein bisschen strange, ne? Ich glaube, das ist im ersten Teil, wo er denn da so dieses nicht bummeln, nicht bummeln. Und dann wird er ja nachher immer bescheuerter. Obwohl dieser Dialog halt auch geil ist. Den er nachher unten in den Kerker im zweiten Teil hat er den doch, ne? Wo Harry und Ron sich verwandelt haben in die Handlanger von Malfoy und Malfoy da auch noch auftaucht. Und die zwei Handlanger dann, was tust du denn hier unten? Macht Ron doch zu ihm, ne? Ich bin Vertrauensschüler, wenn es genehm ist oder so, sagt er doch, ne? Dann kommt dann nachher Malfoy an und sagt, wieso hast du eine Brille auf zu dem Handler, zu Goyle oder so, ne? Crab und Goyle sind das doch. Und der sagt, zum Lesen. Und Malfoy dann, du kannst lesen? Das ist so gut. Er ist ein Arsch hier, ihn mag ich nicht. Bin so ein Verräter, so eine Snitch. Er ist wieder ganz cool, ihn würde ich wieder so ein bisschen hier mit einordnen. Sie ist auch nervig. Und sie taucht ja, glaube ich, auch nur im ersten Teil leider auf, ne? Die fand ich aber auch ganz cool. Ja, eventuell würde ich eigentlich nur sie hier mit hochpacken. Aber wie gesagt, da muss ich mich jetzt auch entschuldigen. Das ist meine erste Tierliste, die ich hier mache. Und da verschwimmen halt auch die Schauspieler, wie ich die so finde, ne? Mit dem Detail, mit der Rolle und wie sie so gespielt sind. Weil normalerweise würde man ja bei einem Snape zum Beispiel, wenn du nur die ersten Filme so abgehst, ne? Wenn du jetzt nicht die komplette Geschichte abgehst, so in den ersten beiden Filmen, würdest du ihn dann wahrscheinlich hier unten irgendwo reinpacken. Ne? Gerade beim ersten Film. Ne? Und aber so, wenn da die schauspielerische Leistung, also was heißt die schauspielerische Leistung? Gerade das soll es ja nicht sein, weil die machen ja alle einen Top-Job. Aber wenn ich da jetzt nochmal so drauf eingehe, zum Beispiel Gary Oldman feiere ich mega als Schauspieler, ne? Also finde ich mega, mega cool. Helena Bonham Carter, Top-Schauspielerin, ne? Alan Rickman, Emma Watson, die haben es alle verdient, ganz oben irgendwie zu landen, wenn es danach geht. Na, also, das ist erstmal so die Tierlist, die wir jetzt von diesen Harry Potter Charakteren, oder die ich jetzt von diesen Harry Potter Charakteren aufgestellt habe. Wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung. Und ich kann ja ganz gerne zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich die Filme nochmal geguckt habe, ja, alle nochmal durchgehen oder eine andere Tierliste dazu. Es gibt ja mehrere, es gab auch eine Tierliste mit über 100 Charakteren oder sowas, da sitzt ja Weihnachten noch. Ja, das ist erstmal meine Interpretation, sag ich mal. Da werde ich bestimmt, also wenn ich die jetzt nochmal machen würde, würde ich bestimmt den einen oder anderen Charakter oder die ein oder andere Charakterin nochmal anders zuordnen. Aber das ist erstmal so mein ganzer Gedankengang. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.